Hallo und willkommen zurück zum Großen Hund und ich Adventskalender. Heute an Tag 11, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Kommando Tisch. Tisch? Was soll das eigentlich heißen? Tisch haben Pebbles und ich gelernt in der Hundeschule. Und zwar besuchen wir da einen Kurs, der heißt Tricks und Unterordnung. Und es ist im Prinzip genau das. Wir lernen Tricks und wir machen Unterordnungsübungen. Und dort haben wir gelernt, auf einen Gegenstand drauf zu springen, wie einen kleinen Tisch oder einen Baumstamm oder was auch immer du finden kannst, ja. Und dieses Kommando eignet sich natürlich für die Ruheposition, das heißt, der Hund wird abgesetzt und muss dort bleiben. Es ist auch eine ganz, ganz große Hilfe, wenn man jetzt meinetwegen seinem Hund das Anhalten auf Distanz beibringen möchte oder einfach das Bleiben, ja. Wenn zum Beispiel dein Hund nicht sitzen bleiben möchte beim Bleiben, dann hilft es ihm einfach, so einen kleinen Tisch zur Verfügung zu stellen, dass er einen abgegrenzten Bereich hat, auf dem er sitzen kann und von dem er nicht weg darf. Das ist manchmal einfacher, als wenn er einfach nur irgendwo auf dem Grünen sitzen bleiben soll und da keine Abgrenzungen sind. Das ist für ihn eine Einladung, einfach wieder aufzustehen, während er auf so einem kleinen Tisch einfach vielleicht eher sitzen bleibt. Das Tischkommando haben wir ganz einfach gelernt. Man nimmt sich ein kleines Leckerchen, lockt den Hund da drauf. Super. Wenn das gut geklappt hat, dann machen wir es wieder. Tisch. Und verknüpft es mit dem Wort. Also ganz, ganz normale Konditionierung in diesem Fall. Irgendwann. Halt! Ja. Jetzt ist es schön, ne? Irgendwann kann man seinen Hund dann einfach bitten, Tisch. Super. Eine Steigerung des Ganzen wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich Pebbles zwei Tische zur Verfügung stellen würde und würde ihr anzeigen, auf welchen sie springen soll. Das ist geistig schon eine etwas größere Herausforderung. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier hinkriegen mit diesem Baumstamm, der jetzt natürlich auch noch anders aussieht. Komm her. Pebbles. Doch ich weiß, du bietest es schon. Bleib. Auf die andere Seite und sage Tisch! Super! Ja, ich mache das noch ein bisschen mit Körperbewegung, dass sie genauer sieht, was ich von ihr möchte. Aber später wollen wir natürlich, dass ich einfach nur mit Handzeichen drauf deute. Ja, da hat sie schon super gemacht. Babys, Tisch! Ja, da hat sie ein bisschen mehr Anschub gebraucht. Und einen letzten. Tisch. Super. Gut, das war das Kommando Tisch. Du kannst es auch mal mit deinem Hund probieren. Ich bin gespannt, was du davon denkst. Schreib mir einfach in die Kommentare zu diesem Video oder zu dem Blogpost, auf dem dieses Video steht. Und ich freue mich, wenn du dich meldest. Bis dann.